Ich habe doch letztes Mal im Fernsehen einen Dokumentarfilm gesehen über echte Kiffer, über Katholiken. Hey, das ist kein Scheiß. Es ist wirklich bewiesen worden, dass im katholischen Kirchenweihrauch drogenähnliche Substanzen enthalten sind. Halluzinogene Stoffe. Die können high machen. Immer mehr spricht man von Weihrauch und Myrrhe-Junkies. Ja, und die Kirche streitet es ab. Aber wenn ich dann beim Gottesdienst immer so zufrieden lächle Pfarrer beobachte, so... Ich leib Christi. Ich glaube, die Kirche weiß genau um die Wirkung von Myrrhe-Crack. Die wollen so einen Gottesdienst für die Jugendlichen wieder attraktiver machen. Vorne steht der Pfarrer, schwenkt seinen Weihrauchpott, die Maria-Empfängnismischung. Die Jugendlichen in den ersten Reihen inhalieren so mit so. Aber wenn das wirklich stimmt mit diesen Church Drugs. Dann waren die Heiligen Drei Könige die ersten uns bekannten Drogendealer. Ja, hey, die haben damals in Bethlehem die erste große internationale Drogenparty gefeiert. Mit den Hirten, es waren ja auch lauter alternative Ökos und so. Ne? Paar Aukala mit dabei. Die Heiligen Drei Könige, die waren ja voll auf Myrrhe, ne? Ja, und da verstehe ich wieder alles, was an Weihnachten in der Heiligen Schrift steht. Was steht da drin? Da steht drin, die heiligen drei Könige, Gaspar, Balthasar und Melchior, zogen durch die Wüste und folgten einem hellen Stern. Ja, ja. Den nur sie sahen. Ja, klar. Stellen wir uns mal vor, die drei, wenn die völlig stoned durch die Wüste ziehen, so... Melchi, Kasperl, sieht... Der Stern, wo Balti, wo Melchi, da. Und der Melchi, das war so ein schwarzer Rapper aus der Jerusalem Bronx. Yo man, a fucking star. Dann sind die nach Bethlehem gekommen, haben den Stall voll zugeraucht. Das Jesu-Kindlein hat sofort aufgehört zu schreien. So. Und dann haben die alle zusammen noch einen Engel gesehen. Melchi, Kasperl, seht, ein Rauschgiftengel. Und dabei war das gar kein echter Engel, sondern nur ein durchgeknallter Hirte, der zu viel Red Bull gesoffen hat.